Eine Kirche und ein paar Häuser unweit der syrischen Grenze. In diesem Dorf ist Eyüp Ergün aufgewachsen. So oft es geht, kommt er aus der nächsten Kreisstadt Midyat hierher zu Besuch. Ganze drei Familien wohnen noch in dem Weiler der Kubel. Sie gehören zu den letzten der christlichen Minderheit der Aramäer. Für Ergün wie für alle Aramäer ist diese Landschaft so etwas wie heiliges Land. Seit mehr als 1700 Jahren siedeln die Aramäer hier. Doch Repressionen und politische Unruhen zwangen viele von ihnen, die Türkei zu verlassen. Oft nur vorübergehend. In der Zwischenzeit aber haben viele von ihnen ihren ganzen Besitz verloren. Das Land, das Sie hier sehen, die Felder und die Gärten, haben inzwischen fremde Eigentümer. Wenn jetzt eine Familie aus dem Ausland zurückkehrt und auf ihrem alten Land ein Haus errichten möchte, dann ist das nicht mehr möglich. Es seien vor allem die Bewohner aus den kurdischen Nachbardörfern, die ihnen das Land genommen hätten, sagen die Menschen von der Kube. Und der Staat schaue einfach zu. Ein Verwandter Ergüns ist aus Deutschland zu Besuch gekommen. Auch er würde gerne in seine Heimat zurückkehren und ein Haus bauen. Doch dieser Traum ist vorerst geplatzt. Aber wo dieser Stahldraht ist, das gehört alles uns, unserer Familie. Aber als Katastrophe kam, dann sind die hier vom Nachbardorf, weiß ich nicht, 4 oder 6 Leute auch mit beteiligt. Also gehört uns alles im Moment nicht. Doch es sind nicht bloß muslimische Nachbarn, die nach dem Landbesitz der nur noch rund 1800 Aramäer greifen. Auch der türkische Staat bedrohe das Erbe der christlichen Minderheit, beklagt der einzige aramäische Rechtsanwalt in der Region. Durch eine Gebietsreform vor 3 Jahren wurden all unsere Besitztümer, also Kirchen, Klöster, Friedhöfe und Ländereien, entweder dem Staat oder den verschiedenen Stadtverwaltungen überschrieben. Wir haben nur noch eine Nutzungsgenehmigung. Eyüp Ergün will die Besetzer seiner Ländereien zur Rede stellen. Gemeinsam mit 2 anderen Aramäern macht er sich auf den Weg ins kurdische Nachbardorf. Hier lebt einer der 9 Miteigentümer, deutlich ärmer als die christlichen Nachbarn. Die Begrüßung ist zunächst freundlich, die Besucher werden ins Haus gebeten. Doch dort stellt Ergün die Landbesitzer zur Rede. Kimsenin tapusu yoktu orada. Euch hat in unserem Dorf nie etwas gehört. Wie kann es sein, dass ihr nun plötzlich in einigen Grundbüchern eingetragen seid? Das müsst ihr mir erklären. Der Nachbar sieht sich zunächst zu Unrecht beschuldigt, redet sich dann vor der Kamera aber heraus. Die Aramäer haben doch selbst das Land weggegeben, als sie gingen. Von Besetzung kann keine Rede sein. Die haben es verkauft. Aber wenn die anderen Miteigentümer mitziehen, können wir in diesem Fall gerne zum Grundstücksamt gehen und meinen Namen löschen lassen. Es gehört mir ja tatsächlich nicht. Ein kleiner Erfolg für Ergün. Dennoch bleiben die Aramäer misstrauisch. Zu oft schon haben Nachbarn, Behörden oder Politiker Verträge mit ihnen gebrochen. Sonntagmorgen, Ergün läutet zum Gottesdienst. Über 1500 Jahre alt ist die einstige Klosterkirche. Es ist die Sprache Jesu, in der die Menschen von der Kube ihre Gebete und Lieder vortragen, getragen von der Sorge um ihre Zukunft in der Türkei. Wir wissen nicht, was morgen wird, ob wir von hier vertrieben werden oder ob wir doch bleiben und unser Land bewirtschaften können, das ist unklar. Dennoch geben wir die Hoffnung nicht auf. Ergün will demnächst heiraten und irgendwann auch ein Haus bauen, hier in seinem Heimatdorf der Kubel. Er hofft, dass ihm das Land seiner Ahnen wieder ganz gehören wird.